Hallo ihr, heute stelle ich euch die Kurznachrichten-App Twitter vor. Mit Twitter könnt ihr Nachrichten verbreiten und euch gegenseitig austauschen. Öffnet man die App, befindet man sich zuerst auf der Timeline der Startseite. Dort könnt ihr alle Inhalte und Neuigkeiten von Nutzern sehen, denen ihr folgt. Ihr könnt auch auf die einzelnen Beiträge klicken, um zusätzliche Informationen zu erhalten, zum Beispiel wie vielen Leuten etwas gefällt. Auf der linken Seite habt ihr die Möglichkeit, neue Leute zu suchen. Auf der rechten Seite befindet sich ebenfalls eine Suchoption, mit der ihr nicht nur Personen, sondern auch Themen oder sonstige Suchbegriffe eingeben und suchen könnt. Rechts daneben könnt ihr selbst Neuigkeiten in Textform oder auch Bildern, Videos oder sonstigen Anhängen verfassen. Neben dem Button zur Timeline befinden sich außerdem die Notifications. Dort werden alle Inhalte angezeigt, in denen ihr markiert wurdet und welche sich direkt an euch richten. Twitter bietet ebenfalls die Möglichkeit, in privaten Chats mit anderen Nutzern zu kommunizieren. Ganz rechts kommt ihr auf euer eigenes Profil, das euch euer Profilbild und Informationen über eure Follower anzeigt. Ihr solltet euch jedoch darüber im Klaren sein, dass Twitter Zugriff auf eure Identität, Bilder, GPS-Daten und sonstige Inhalte möchte. Informiert euch deswegen vorher genau über die Berechtigungen. Mehr Infos zur App Twitter und dem Datenschutz findet ihr auch im Apps- und Apps-Bereich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.